Nein. Du! Ja, das wäre ja noch schöner, oder? Das wäre ja noch schöner. Mann, dass sie können mal die Partei in die Richtung der Bauern bringen. Das ist nicht nur immer an Versprechungen. Also Versprechungen gibt und wir dann auf der Strecke bleiben. Sie wissen doch ganz genau, wie es bei uns in der Region ausschaut. Sie kennen auch den neuesten Sozialbericht und Sie wissen genau, dass wir am meisten von dieser Armut betroffen sind. Ja. Also es muss was passieren. Und Sie wissen genau, was dann los ist. Wissen wir. Gehen Sie es weiter. Mach mal. Okay. Und Sie haben genau gesehen, was passiert, wenn man den Markt so laufen lässt. Und wir haben keinen freien Markt, es gibt keinen freien Markt. Denn Lebensmittelproduktion hat nichts mit Wirtschaft zu tun, sondern das ist eine Grundlage, die ganze Bevölkerung betrifft. Und also so wie der Herr Seehofer sich jetzt verhalten hat, das muss man abstrafen, das muss man mal so sagen. Der hat uns letztes Jahr so viel versprochen und hat nichts eingehalten. Also das, wie gesagt, sagen Sie das. Wir haben ja unsere Bayreuth. Ihr werdet ihn ja hier erleben, er kommt ja hier vorbei. Aber da wird er wahrscheinlich recht schnell vorbei sein. Der kommt da rein. In der Dealerei irgendwo. Nein, der kommt da rein. Kommt also so viel Mumm muss er ja schon haben. Ne? Der kommt da rein. Dann bleiben wir da. Der kommt da rein. Also wir wollen, dass es auch in Zukunft eine bäuerliche, von bäuerlichen Familien getragene Landwirtschaft gibt, gerade auch in schwierigen Regionen wie Oberfranken. Und dafür muss Politik und Gesellschaft die notwendigen Rahmenbedingungen setzen. Okay? Dankeschön.